Moin Leute und willkommen zurück zu New Super Lucky Tale. Und man könnte sich jetzt wundern, warum bin ich wieder in der Welt Restful Retreat? Hat folgenden Hintergrund: Ich habe mir ganz kurz überlegt, ein paar Trophäen zu holen und habe mir die mal durchgelesen und was ich da machen muss. Und theoretisch ist das relativ selbsterklärend und damit würde ich jetzt gerne anfangen. Und damit ich das nicht ganz am Ende alles hintereinander wegklatsche, habe ich mir überlegt, ich hau einfach eine Folge dazwischen mit zwei, vielleicht drei Erfolgen, Trophäen. Und eine ist die, dass wir in eine Teergrube hüpfen müssen. Und alles, was mir zu Teer einfiel, waren diese beiden Dudes hier. Kann man jetzt überspringen? Nein. Weil da ja eine Teergrube um zu ist und die waren ja auch am Ende, als wenn man die besiegt hat, waren die auch total schwarz. Also gehe ich davon aus, dass wir sozusagen ganz einfach von diesem Deck springen müssen. Also von dem. Ja, von dem. Von dem Steg hier, wo wir uns befinden. Und ich werde es einfach mal direkt ausprobieren. Easy. Klebrige Angelegenheit. Was will man mehr? Einfachste Trophäe ever? Ja, vielleicht. Aber das soll es dann auch hier schon direkt gewesen sein. Zurück zur Hub-Welt, würde ich sagen. Wir können auch, ich würde dann nämlich Gilly Island direkt hinterherhängen. So, und hier in Gilly Island gibt es nämlich auch eine, und zwar Talentsicherung müssen wir auch nochmal rein. Mache ich aber nicht jetzt. Oder doch, komm. Wir machen erstmal das Level hier. Wir müssen nämlich alle Diamanten einsammeln, die es in diesem Level zu sammeln gibt. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz an das Level, aber ich glaube, das wird ein bisschen Sucherei. Mal schauen. Ich glaube, das wird nicht nur ein bisschen Sucherei, das wird ordentlich Sucherei. Ich weiß auch nicht, wie viele es gibt. Das ist halt ein Problem. Das Gute ist, wir kriegen nochmal eine Portion Münzen. Für den Abschluss des Levels sozusagen. Wobei, kriege ich die Münzen auch, wenn ich das Level abbreche? Ah, das weiß ich nicht. Aber ich würde jetzt natürlich einfach mal schauen, dass wir halt tatsächlich das ganze Level nochmal im Schnelldurchlauf durchspielen. Wir wissen ja ungefähr, wie es funktioniert. Und letztlich geht es ja auch nur darum, tatsächlich die Diamanten einzusammeln. Nur dazu muss man natürlich sehr aufmerksam sein. So, weil vielleicht gibt es ja hier auch noch welche. Nee. Au. Blödes Ding. So, ich glaube, da oben waren keine, ne? Aber ich nehme jetzt trotzdem mal in die Kiste mit. Ja, ist hier unten noch eine? Ah, nee, sieht nicht so aus. Boing. So, das war's auch schon. Wäre natürlich auch schön, wenn man die Animation ein bisschen abkürzen könnte. Aber nun gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren. Kating, kating. Alles klar, okay. Hier waren jetzt tatsächlich keine, ne? Nee. Ich weiß, dass der ein oder andere irgendwo versteckt war, hinter so einem hinter so einem Fels oder sowas.
Ja, komm. Bester Fadi und so. Lop, 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 lop. Okay, holen wir die einmal. Den. Ich weiß ja auch nicht, ob man noch irgendwo Diamanten hatte, die unsichtbar waren. Das wäre natürlich schon mies. So, und den noch. Ich glaube, hier oben waren jetzt keine, oder? Oh, hat mich getroffen. Nee. Okay, 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 okay. Okay, hier war das K, okay. Was hatte der denn für einen Auftrag? Lül. Das ist ja ein Leben. Kann ich da reingraben? Das wäre voll lustig. So, nehmen wir mal ein Krabbenboot hier wieder. Da glitzert irgendwas auf dem Boden. Ach, das, war das nicht auch ein Leben? Ich glaube, das war auch ein Leben. Genau. Okay. Oh, war da hinten eins? Hier in dieser kleinen Höhle. Und dann ist natürlich die Frage, zählen diese Fuchsbauten dazu? Die Diamanten da drin? Ich glaube, ich mache die lieber einmal mit. Weil am Ende gibt es ja ganz oft einen. Boah, das war doch so kacke. Ich erinnere mich dran. Aber hier gab es nur die Seite, ne? Ja, okay. Aber trotz allem, besser es einmal gemacht zu haben, statt es am Ende zu verpassen. So, raus hier. Schläger sind so süß, ich will sie einfach nur umarmen. Schlängler. Schläger. Oh Mann, ey. Alles klar. Oh. So, hier war ja noch ein Buchstabe oben drauf. Kommen wir gar nicht rüber. Das war knapp. Ich dachte, ich hätte mich verschätzt, aber ging wohl noch. So. Ach, das war auch nur ein Buchstabe. Ah, Mann. Hätten wir vielleicht gucken sollen, wie viele Diamanten es hier gibt. Dann hätte ich wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt und könnte die mitzählen. Aber so. Na gut, ich glaube, hier oben gab es aber auch keinen, oder? Unten gibt es auch keine. Oh, Junge, lieb. Ich bin ein bisschen verwundert darüber, dass ich noch keine gefunden habe, tatsächlich. Oh, da ist einer. Ha! Das ist Nummer 1 gewesen. Ein. Ja, Diamant. Du.
So, da ist noch einer. Gibt es hier unten vielleicht noch einen? Nee, okay. Das wäre natürlich auch mies, aber... Das ist ja auch manchmal so, ne? Da oben, glaube ich, da war ich nämlich nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich da oben nämlich nicht war. Und ich nicht mehr weiß, wie ich da hinkomme. Das ist der, der mir fehlt, theoretisch. Ich weiß natürlich nicht, ob die... Also, ob die zählen, wenn ich die irgendwann schon mal eingesammelt habe. Und die ich nur noch den letzten, der mir fehlte, einsammeln muss. Aber dann lege ich jetzt mal ganz kurz Fokus auf den einen da oben. Weil vielleicht kann ich mir den ganzen Rest dann einfach ersparen. Irgendwie muss ich ja da. Von da drüben kam ich ja auf das Gebäude. Da muss ich ja von da darüber springen. Also ich muss irgendwie auf das Gebäude kommen. Ja, okay. Habe ich das einfach... Warum habe ich das nie gemacht? Frage ich mich gerade. Vor allen Dingen bin ich mir ziemlich sicher... Ach doch, habe ich doch gemacht. Weil das, an das hier erinnere ich mich. Stimmt, ich bin aber hier nicht mehr zurückgegangen. Ich bin... Ja, Tatsache, glaube ich, oder? Ach, Mann, komm. Lass mich in Ruhe. Ach, jetzt kommt dieser Kampf hier, ne? Ach, ich muss... Ja, okay. Habe ich verstanden. Ich muss den Kampf machen. Hallo. Spring auf die dicke Hummel. Kam noch was? Ach, der... Ach, die beiden noch. Okay. Ich glaube, das war's. Ja, nice. Dann habe ich den da oben aber eingesammelt. Oder? Nee, der da drüben ist das. Den habe ich nicht eingesammelt. Bevor ich hier nochmal ganz hoch muss. Aber muss ich ja theoretisch doch nochmal. Bam. Okay. So, mal gucken. Na, es reicht nicht für die Trophäe. Das ist natürlich sehr schade. Ah, da muss ich doch alle einsammeln. Das ist blöd. Schade eigentlich. Ich hatte ja Hoffnung. Gab es da einen Diamanten am Ende? Oder nur den Buchstaben? Oh, ich komme gar nicht. Warum gibt es denn hier keinen kurzen Weg zurück? Grr. Na. Ach, doch, hier gab es ja doch einen Diamanten. Das ist gut. Und noch einen sogar. Gab es den beim ersten Mal auch? Gab es hier nicht einen Buchstaben oder sowas? Ach nee, gar nicht wahr. Wir haben ja nur das für die Box draußen getriggert, ne? Stimmt. Genau, dass wir hier halt bei der Box oben sind. Easy.
Was ist das da hinten? Was hat. Er hatte schon wieder so einen Auftrag hier. Was ist das da hinten? Ach so, das ist der Dude. Ah, alles klar. Genau, den hier meine ich vorhin. Also sie sagte, der ist irgendwie hinter so einem Vorhang, wollte ich gerade sagen. Hinter seinem Vorsprung, aber naja, okay, hinter einer Statue, könnte man auch sagen. So, jetzt müsste ich auf jeden Fall nochmal nach oben, weil dort ja noch eine Dings war. Ein Diamant. So, und hier war ein Buchstabe drin, okay. Nämlich der hier. Ich glaube, hier oben war sonst ja nichts, ne? Das sind schon wieder fast 800, ja, ich komme auf 800 Münzen hier. Das ist auch nice. Kann man mitnehmen. Ich habe da oben die Dings nicht kaputt gemacht. Ich mache die jetzt nochmal eben kaputt. Habe ich einfach elegant vergessen. Das ist dann der letzte. Oh, no, no, no. Ich bin so unfähig. Ohne Witz. Komm da ran. Falsch gedacht. Fum, fum. Oh, jetzt bin ich. Oh. Ja, okay, ich bin automatisch hier unten. Das ist aber, glaube ich, auch in Ordnung. Nein, ist es natürlich nicht. Weil ich ja da hinten hin musste. Ah, Gnarf. War das hier? Ja. Ach, so ein Ärger, ey. Da gerade waren ja nur Münzen und keine Edelsteine mehr, ne? Keine Diamanten. Ah, sehr schön. Da haben wir den Erfolg. Schatzjäger. Sammle alle Diamanten vor allen Dingen. Diamanten in Talentsicherung. Dann können wir hier das Level beenden. Ich beende das gleich und ich beende das für euch hier an dieser Stelle. Nicht unnötig lange machen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen vielleicht sogar. Dafür mache ich es ja auch ein bisschen. Falls jemand irgendeine Trophäe sucht. Ich meine, die ist schon selbsterklärend, aber falls jemand Diamanten sucht, wie ich ihn auch vergessen habe. Egal, genug Gelaber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich werde noch eine Folge machen mit Trophäen und danach geht es normal im Level Flow Progress weiter. Bis dahin, Leute. Ciao.